meinem Kopf bauen sich gerade so Möglichkeiten und Möglichkeiten zusammen. Geile Idee, geile Idee. Frage: Was macht ein Mentalist mit einem Frisbee? Ich habe keine Ahnung, ihr könnt gerne das Video mal pausieren, in die Kommentare schreiben und dann weiter gucken. Ich weiß nur, dass Mentalisten scheinbar für Frisbees eine Riesenstange Geld ausgeben. Ja, wir schauen uns an den Pitata The Cesaro Mental Frisbee, hundertprozentig von mir jetzt gerade falsch ausgesprochen. Und ich hoffe, dass der Trailer die Frage beantworten wird. So, Freunde, gehen wir rein, gehen wir rein. Pitata. This is a This is a magic effect that I dreamed of many years ago. Okay, also Mentalisten träumen von Frisbees. magic effect that I dreamed of many years ago. Ich bin echt gespannt, Alter. Cesar Alonso, the founder of Cesaro Magic, Fizm and a multiple invention award winner. Okay, diese Uhr, das ist, hatten wir. Ja, okay. And renowned pioneer in the world of magic. Das gibt's doch auch von Pitada. Das habe ich gerade beim Magic Shop auch gesehen. Die Uhr, die Time Hacker, glaube ich, heißt sie. Have brought many incredible creations. We have collaborated with Cesar once again and are honored to present the Cesar Mental Frisbee, an unprecedented device that may completely change the way you open your shows. You walk out on stage and bring out a frisbee to select an audience member at random, just like many. Ah, okay, also ich wähle mit dem Frisbee aus dem Publikum jemanden aus. Magicians or mentalists often do. However, the difference is printed on the frisbee are the 12 zodiac signs, numbers, or any custom design. An audience member catches the frisbee as long as the selected symbol or number faces upward. You instantly know what they have selected. Using stickers, it is easily customizable with any symbol or image that suits your routine, including custom. Okay, es ist eine Forciertechnik. Okay, das ja, ich verstehe den Ansatz. Spannend, weil wir müssen nochmal Audience gucken. Ich member habe noch nicht catches the ganz. frisbee as long as the selected symbol or number faces upward. You instantly know what they have selected. Using stickers, Oh. it is easily customizable with any symbol or image that suits your routine, including customized images for commercial clients and shows. With included color stickers, you can immediately use the frisbee to perform a highly interactive color matching effect that does not require color markers. The possibilities are only limited by your imagination. Adhering to PETA's principle of only presenting a device with appearance Okay, of an actual geil. real-life object. Aha, ja, ich komm hinter die The Cesar Möglichkeiten. In Mental meinem Kopf bauen sich gerade so Möglichkeiten und Möglichkeiten zusammen. Das ist schon cool. Frisbee is made exactly like a real frisbee, which makes it almost indistinguishable from an actual frisbee. An actual frisbee weighs 200 grams, while the Cesar Mental frisbee weighs 280 grams. The transmission adopts a 433 megahertz signal. Okay, also wir haben Elektronik verbaut. Ja, ich hab's vermutet, aber sie sagen es hier ja direkt. And the ultra-long transmission distance reaches 100 meters. The receiver adopts dual-modes to trans. Oh, das, hey, das hatten wir doch letztens erst hier, ne? Den Peaksmith, den ich im Titel falsch geschrieben habe, habe ich dann im Kommentar angelesen. Ja, okay, da sehe ich dann was. Ah, okay. That information via screen display and haptic vibration. Oh, mit Vibration auch noch. Okay, das heißt, dass ich gar nicht zwingend drauf gucken muss. The vibration. Wobei auf der Stage kann man das Ding ja auch einfach irgendwo deponieren, ne? Wo man halt hinsieht, automatisch bei seinem Requisitentisch oder so. Is coded according to Roman numerals. No matter the number, you're able to interpret it at the fastest speed. The performance mode setting can be switched between 6 or 12 songs to suit your. Ah, okay. Also ich glaube, ich habe es jetzt soweit umrissen. Ich meine, sie gehen ja hier relativ transparent um, was ich auch geil finde bei Pro Equipments, weil gerade Profis kaufen ja ungern die Katze im Sack und wollen wissen, auch wie die Technik funktioniert, ob sie das in ihrer Bühnenshow umsetzen können. Und wie ich das jetzt verstanden habe, wobei ich sagen muss, super viel Info in dem Trailer. Das ist wahrscheinlich unmöglich, das beim ersten Mal hier alles zu catchen. Aber man dreht den Frisbee und das Gimmick sagt einem quasi dann, wenn der Zuschauer den nach oben hält, ich sage dem quasi, halt das nach oben und dann weiß ich, was oben ist und somit weiß ich, was der ausgewählt hat und habe eigentlich die perfekte Peaking-Methode, während ich auf der Bühne stehe und der Zuschauer irgendwo in den Reihen drin ist. Okay. Geile Idee, geile Idee. Needs.
The Frisbee has been drop tested vigorously for durability. Even if it falls on the ground during the performance, there is no need to... Auch ein wichtiger Fakt. Auch ein wichtiger Fakt, dass das Ding ein bisschen was aushält. Instantly elevate your mentalism theater shows to the next level with a Cicero Mental Frisbee. Okay, okay. So, pass auf. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die generelle Idee findet, auf die Bühne zu kommen, einen Frisbee in die Menge zu werfen und damit den Zuschauer mal auszuwählen. Ich find's cool, zu meinem Stil würde es passen, so Frisbee, so junger, dynamischer Typ, zumindest sehe ich mich so, würde es irgendwie passen. Und fände ich cool. Ich muss mal ganz lieb fragen, ob wir das für eine Review rankriegen, weil es war jetzt hier wirklich nur der erste Eindruck und ich gucke die Dinger ja wirklich das erste Mal an hier in der Preview. Diese ganzen Möglichkeiten jetzt kann ich so schnell gar nicht umsetzen, aber erster Eindruck, geile Idee, geiles Konzept und ja... Bin ich gespannt. Also wenn wir es rankriegen, bin ich echt gespannt, was man daraus sich alles machen lässt. Wie immer eure Meinung, eure Wünsche in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Preview oder Review. Und in diesem Sinne, bleibt da magisch.